Hallöchen, ich bin's Anita vom Channel Anita Girlytainment und heute gibt's alles in Lila. Ich hatte das Ganze schon mal mit Rosa, schau dir mal das Video da an, alles in Pink und ich sage dir, heute ist nicht mein Highlight ein violettes Halfter, auch nicht ein Schabracke in Lila, nein, muss auch weg, sondern das Highlight, das was jeder Reiter braucht, was ich selber bei einem Reitunfall habe. Worüber ich mich extremst gefreut habe, weil ich den schönsten Sommer meines Lebens hatte. Und es ist violett. Ladies and Gentlemen, darf ich vorstellen, mein lila Gips. Wunderschön, oder? Ich hatte ja 2 Monate lang einen Gips nach meinem Reitunfall. Ich habe es genossen, jede einzelne Sekunde. Und die Zeit ist extremst schnell vergangen. Nicht, definitiv nicht. Weil mir voll viele schreiben, ah, das ist ja voll schnell vergangen. Und ich so, nein, das ist nicht schnell vergangen. Ich hatte diesen tollen Gips. Ich hatte den Gott sei Dank auch in mehreren Farben, aber in Lila habe ich ihn mir auch mal gewünscht. Der ist hier vorne jetzt schon so aufgeschnitten. Wie das hier aufgeschnitten wurde, habe ich dir auch schon beim Video gezeigt. Und so ein lila Gips darf natürlich auch nicht fehlen. Oder so. Und das habe ich hier alles in meiner lila Putztasche zusammengesucht. An lila Putzsachen und ich war überrascht, dass ich doch so vieles habe, weil ich ja eigentlich ein rosa Fan bin. Sowas habe ich immer super gerne als Kind verwendet. In meiner Kinderputzbox war sowas auch drinnen. Verwendest du das eigentlich noch? Weil ich eigentlich gar nicht. Aber es ist lila, deswegen wird das heute verwendet. Und an der Skadi ist ganz viel dran. Da kann man ganz viel. Ich kann mich noch nicht so richtig bewegen, wegen meinem Superbein, was noch immer nicht verheilt ist nach dem Reitunfall. Gold und dick ist dieses knusprige Fischstäbchen. Wow. Wow. Lila Flüssigkeit in dieser Flasche. Frag nicht, wie ich das hier schon wieder geschafft habe. Aber angeblich soll diese lila Flüssigkeit Schimmel wieder ganz weiß machen. Wir testen das jetzt mal. Rubien ist gar nicht so schmutzig, aber meine Schimmelstute Rubineska, da finde ich bestimmt so den ein oder anderen Fleck und da muss ich gar nicht lange suchen. Da, da, da. Dann sprühe ich immer die Stelle großzügig ein. Das macht ja ein komisches Geräusch, oder? Wie für eine Ente. Die Stelle ist schon ordentlich nass geworden. Witzigerweise blubbert das jetzt auch so ein bisschen da drauf. Und jetzt kommt meine Geheimwaffe, diese lila Bürste. Und damit werde ich jetzt einfach mal hier als Live-Test, ohne zu schneiden, mal drüber fahren. Ich komme mir vor, als würde ich den ganzen Schmutz da nach vorne verteilen. Da, wo es eigentlich vorher schon sauber war. Ja. Ja. Ich muss dir ja doch ehrlich sagen, dass ich glaube, dass mit Wasser es genauso weggegangen wäre. So. Ich habe hier nicht geschnitten. So sieht das Endergebnis aus. Das könnte der Härtetest werden, weil an dieser Stelle gibt es ja dann auch immer solche Liegeflecken, die richtig schwer rausgehen. Wir testen mal das bei diesem Fleck hier. Der Fleck muss weg. Gut. Blubberblasen wieder am Start. Das lasse ich jetzt mal für 10 Sekunden einwirken. Ich habe jetzt hier wieder meine Allround-Waffe. Und los geht's. Übrigens kein Werbevideo, gell? Nur zur Info. Hey Leute, in der Kamera schaut es weißer aus als in echt, aber das geht eigentlich klar. Wer von euch möchte ein neues Halfter haben? Hallo, einfach der Erste, der herkommt, kriegt. Hallo, neues Halfter. Jessie vielleicht? Nein. Hallo, nicht alle gleichzeitig melden.
Was auch lila ist, ist der zweite Band von meinem Pferderoman Kleine Hufe, große Träume. Das ist hier Band 1, aber ich bin jetzt gerade dabei, den zweiten Teil zu schreiben. Also die Geschichte entsteht jetzt gerade. Das ist meine Schwester am Laptop und macht gerade das Cover vom zweiten Teil. Hier sind ja noch Porzellinchen und ich drauf. Das wird aber hier alles lila werden. Mein Logo wird dann noch dabei sein. Und generell wird das ganze Cover ein bisschen violett werden. Und ich bin jetzt gerade dabei, hier den zweiten Band zu schreiben. Also schreiben wir hier mal, ich bin jetzt nämlich gerade bei Kapitel 28. Also Kapitel 28. Und der Titel von diesem Kapitel wird lauten Bla bla bla. Sehr spannend. Und dann beginnt die Geschichte super spannend mit Bla bla bla. So, the end. Fertig ist. Nein, aber auf jeden Fall, das wird eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ich bin jetzt schon auf Seite, lass mich schauen, 124 und mein zweiter Teil von meinem Pferderoman Kleine Hufe, große Träume 2 wird genauso dick werden wie mein jetziges Buch, also circa 220 Seiten bekommen. Das heißt, ich habe noch ein bisschen was zu tun, aber ich freue mich schon richtig darauf. Und wenn du den ersten Band noch nicht gelesen hast, der mega spannend ist, dann schau mal auf meine Homepage www.anitagirlytainment.de. Da gibt es das Buch mit gratis Versand. Das heißt, du musst nicht einmal vor die Tür gehen und nicht einmal in die Buchhandlung gehen. Das heißt, du bestellst es einfach von zu Hause aus. Oder du holst dir einfach das Hörbuch. Ich habe nämlich das komplette Buch selbst eingesprochen. Also alles, was du hier drinnen lesen könntest, gibt es auch von mir selbst eingesprochen. Also das gibt es auch auf meiner Homepage anitagirlythemen.de. Als ich alle Sachen für mein Video zusammengestellt habe, war ich ganz überrascht, dass ich tatsächlich eine violette Gerte habe, von der ich nichts wusste. Da hängt noch irgendwie das Makel dran. Ups. Aber ich liebe diese Gerten, die einfach hier so keinen Griff haben. Die sind unfassbar leicht. Die kaufe ich immer auf der Messe mega günstig. Ich glaube, 3 Euro, glaube ich, kostet so eine. Da kaufe ich die immer gleich in allen Farben. Also falls du die auf Messen befindest, ich habe die sonst leider noch nirgendwo anders gesehen, aber auf Pferdemessen finde ich die immer. Und ganz leicht, kein Griff, 3 Euro in allen möglichen Farben. Und so sieht sie da oben aus. Und sie ist lila. Und ein paar Halfter und Stricke sind ja auch am Start. Wie diesen schönen Strick, den ich auch von einer ganz lieben Zuschauerin bekommen habe. Danke dafür. Und was entdecken wir da auf Escadas Hintern? Einen ordentlichen Fleck. Dieses Teil habe ich dir schon mal gezeigt. Das ist der ärgste Fail aller Zeiten. Es ist ausgelaufen, auseinandergebrochen. Es ist aber halt lila und ich probiere das jetzt mal hier. Darf ich vorstellen? Ein dicker Hintern. Welches von all diesen Produkten verwendest du eigentlich am liebsten? Moi! Wie lieb ist denn das? Das verwende ich eigentlich auch so gut wie gar nicht. Das hat auch so eine witzige Form. La 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 la. Einmal bitte den dicken Hintern massieren, danke. Und ich war auch ganz überrascht, als ich diese Bürste auch in Lila gefunden habe bei mir. Bei den ganzen Sachen. Ich habe schon fast ein Reitsportgeschäft, so viel Zeugs, wie viel ich da rumliegen habe. Ich glaube, das kennt auch jeder, oder? Und verwendet wahrscheinlich auch jeder. Der Fleck, den wir vorher bearbeitet haben, sieht aktuell so aus. Und da bürste ich jetzt nochmal drüber, ob das besser wird. Also erster Eindruck war eigentlich ganz gut, aber jetzt schaut es irgendwie strange aus, wie am Meer irgendwie, oder? Wenn der Sand so komische Wellen macht. Okay, jetzt geht's. Diesen Schatz habe ich hier auch ausgegraben und zwar eine violette Fließdecke mit ein bisschen Rosa dabei. Schauen wir mal, ob die passt. Jö, die passt. Hauptsache, sie ist jetzt schon schmutzig und voller Haare. Und ich habe sie noch nie verwendet, weil das Etikett einfach hier noch dran ist. Ups. So sauber sehen Anitas Sachen aus, wenn sie noch nie verwendet hat. Die Rubideska bekommt dafür eine violette Schabracke. Meine nämlich. Passt
Abseits zu dieser schmutzigen Decke habe ich jetzt hier auch noch eine Fliegenmütze, die genauso irgendwie schmutzig ist. Was passiert bei meinen Sachen? Und auch da ist auch das Etikett dran. Ich kaufe die Sachen, aber irgendwie landen die nicht am Pferd, sondern eher im Dreck. Ich wusste gar nicht, wie viele lila Sachen es eigentlich im Stall gibt. Ich habe hier diese bunten Mähnengummis gefunden, wo auch ganz, ganz viele in Lila dabei sind. Soll ich so ein Video nochmal in einer anderen Farbe machen? Wenn ja, dann schreib mir auf jeden Fall deinen Farbvorschlag jetzt in die Kommentare. Alles in... Was sagst du? Schreib mir das gerne da und du hast jetzt noch 5 Sekunden Zeit, aufs nächste Video zu klicken. Achtung, 5, 4, da jetzt gleich weiterklicken, da ist alles in pink und da ist noch ein Video, was dir YouTube vorschlägt. 3, 2, draufklicken, 1, ah!